Get my nerves to sawdust. I think I will go and tidy my room. Come on, Madison. Oh, very tidy in his room. Wonders never cease. Next thing you know, Madison will turn out to be a genius who's poking fun at us all for thinking he's just a dumb bird. Remember what I said about the carpets? Mum, he won't. He is civilised. I'm gonna love being with you, Harry. Did you see Mum's face? Yeah! So, jetzt sind wir mit den Zimmern fertig. Danke, Hetty. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. 3-0. Drei Supertore gegen überhaupt keins. Ach, das macht doch nichts, Liebling. Im nächsten Jahr ist alles anders. Von wegen nächstes Jahr. Mir graut vor nächster Woche. Wieso? Was gibt's denn nächste Woche? Wir stehen im Finale um den Bezirksliga-Fußballpokal. Aber... Das Endergebnis war 3-0, Mann. Für uns. Wir haben es geschafft. Wer hat die Tore geschossen? Na, wer schon? Ein klarer Hattrick von Roger. Naja, einer muss ja die Tore schießen. Den Abholer, den du vergeigt hast, den hätte meine kleine Schwester reingeknallt. Die ist erst 3. Das stimmt, ja. Danke, Roger. Hey, ihr habt doch sicher einen Mordskohldampf. Ich habe euch was gekocht. Geht schon mal rüber ins Speisezimmer. Oh, danke, Mrs. Holdsworth. Harry, pass auf, wenn du durch die Tür marschierst, dass du nicht am Rahmen hängen bleibst. So aus der Bahn, ihr Sterblichen. Ach, ich weiß nicht. Dieser Roger trägt seinen Kopf immer höher. Bald passt er selbst nicht mehr durch die Tür. Wie auch immer, du Supertrainer. Was ist das für ein Gefühl, seine Mannschaft ins Cupfinale geführt zu haben? Ach, ich schwebe. Oho. Entschuldigung bitte, aber ich...